wenn ich mir das anschaue, ja, von 70 Cent auf einen Cent, ja, dann liegen wir da nicht bei drei Viertel Verlust, sondern bei 99% Verlust fast. Und das ist eine Katastrophe, ja. Ein herzliches Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Blockfeller. Bei uns hier dreht sich alles rund um die Themengebiete Blockchain, Kryptowährungen, Finanzen und Wirtschaft. Ganz, ganz wichtig ist, hier erfährst du nicht nur alles um die vier Bereiche, sondern du erfährst vor allem, wie du persönlich davon profitieren kannst. Im heutigen Video, welches uns als Thema von der Community vorgegeben wurde, sprich wir haben relativ viele Zuschriften bekommen, die sich alle immer wieder um das gleiche Thema gedreht haben, und zwar geht es um das Unternehmen MarketPeak. Warum haben wir sehr viel in diesem Bereich erhalten? Da wir bei Blockfeller selbst eine Akademie haben, selbst Ausbildungen anbieten und MarketPeak an sich auch ein Ausbildungsunternehmen im Bereich der Krypto zu sein scheint. Ja, let's get started. Schauen wir uns MarketPeak mal etwas genauer an. Hier auf der Webseite von MarketPeak sehen wir schon, ist ein Community-belohnendes Gateway für Blockchain und Führungsausbildung, um ihren finanziellen Reichtum zu stärken. Das bedeutet, bei MarketPeak kann man Ausbildungen im Bereich Krypto-Blockchain kaufen, bekommt dann auch so Coin-Tipps und es gibt auch so Mastermind-Calls und so weiter. Das heißt, da soll einem im Prinzip die Welt der Finanzen und Blockchain erklärt werden und wie man dann auch im DeFi-Krypto-Bereich Geld verdienen kann. Ganz, ganz wichtig, das steht hier nicht so genau, aber Krypto-Software ist gemeint. Es gibt automatisierte Trading-Bots, die im Prinzip erworben werden können mit gewissen Paketen und, soweit ich das verstanden habe, die dann passiv Geld generieren. Interessant für uns schon einmal ist, wenn man sich das anschaut, auf CoinMarketCap und folgenden Börsen gelistet, naja, zum Beispiel nur PancakeSwap, Uniswap, das sind DeFi-Protokolle. Das bedeutet, wenn Uniswap läuft auf der Ethereum-Chain als Beispiel und wenn ich heute einen ERC-20-Token kreiere, der in der Ethereum-Chain ist, ist der automatisch swappbar auf Uniswap, weil er ein Token im Ethereum-Netzwerk ist. Ja? Das heißt aber nicht, dass Uniswap mich jetzt bewusst irgendwie gelistet hat oder PancakeSwap, sondern so eine DeFi greift auf die Blockchain im Hintergrund zu. Und wenn wir im Ethereum-Bereich, wie erwähnt, den ERC-20-Token bauen, dann ist dieser Token auch über Uniswap swappbar. Ganz, ganz wichtig ist, über diese DeFis, ja, ich möchte darauf nicht genau näher eingehen, aber über diese DeFis ist es auch sehr leicht möglich, die Kurse aktiv zu beeinflussen. Warum? Weil so eine DeFi im Hintergrund gleich das Kapital braucht wie eine Exchange. Dieses Kapital kommt aber von der Community und die ersten, die für ein Wertepaar einen Pool zur Verfügung stellen, legen auch den Kurs fest. Ja? Und wenn man weitere Pools aufmacht, kann man auch in dem Bereich Kurse festlegen. Das heißt, über so DeFis kann man Kurse relativ gut beeinflussen. Das haben wir bei anderen Projekten, wie zum Beispiel BLCU, auch schon gesehen. Ja, MarketPeak sitzt nach eigenen Angaben, sitzen sie in Dubai, in der IFZA, das ist unterm Strich nichts Negatives, wir sitzen mit Blockfeller ebenfalls bei der IFZA, also in der Free Zone, also das ist aus unserer Sicht etwas komplett Normales. Das, was für uns oder für mich schon einmal ein bisschen komisch ist, ist, dass da sehr, sehr viel allgemein geschrieben wird auf der Seite. Man, das geht noch, aber hier geht es dann traditionelle Finanzwirtschaft, Fintech, DeFis und so weiter. Das Interessante ist, da wird sehr viel über DeFi und so weiter geschrieben, aber auf der anderen Seite ist es doch eine Ausbildungsplattform. Um vielleicht ein bisschen vorzugreifen, es ist nicht nur eine Ausbildungsplattform, es ist ein Strukturvertrieb, ein MLM-Konzept im Bereich einer Ausbildung, aber mit einem eigenen Coin im Hintergrund. Und dieser Coin bietet auch DeFi-Funktionalität an. Und das bedeutet, ja, deshalb schreibt man da sehr viel darüber und gibt da auch beliebt und so weiter her. Dort gibt es schon noch einige andere Dinge, die da schon eine gewisse Themen sind. Ja, wie zum Beispiel bei einer DeFi dezentral. Mit der neuen EU-MiCA-Regelung werden DeFis mehr oder minder ohne KYC in der EU untersagt. Das bedeutet, es ist dann mehr oder minder illegal. Darf man nicht mehr machen. Und hier bei den Nachteilen oder bei Bürokratie, bei DeFi gibt
gibt es schon einiges. Ja? Also DeFi, alles was dezentral ist, ist meistens weitaus aufwendiger im Erhalt des Netzwerks. Des Weiteren gibt es im Bereich der DeFis keine Haftungen, oft auch keine Rechtsträger im Hintergrund. Also es gibt bei DeFi schon, also sie taufen anscheinend da Nachteile mit Bürokratie. Es gibt bei DeFi, gibt es schon einige Nachteile, die hier aber nicht angeführt sind. Also es ist nicht alles perfekt, was dezentral ist. Ja? Darauf möchten wir hinweisen. Da geht es jetzt wieder ganz allgemein zu. Der Kryptomarkt bietet riesige Ertragsmöglichkeiten und bietet riesig große Ertragspotenzial. Da spricht man von einer eigenen DeFi-App. Ja? Die schauen wir uns dann, also die App nicht, aber wir schauen uns die DeFi dann noch ganz kurz an. Und hier haben wir die Roadmap. Was uns in der Roadmap aufgefallen ist, und das ist schon sehr interessant, dass wenn wir uns hier so ein bisschen die Roadmap anschauen, und wir sind jetzt im Juni 22, dann spricht man von 200.000 Membern aktuell und 100.000 Peak DeFi App Downloads und so weiter. Wenn wir uns jetzt aber mal ganz entspannt die offizielle Gruppe anschauen, und zwar von MarketPeak Official, dann finden wir dort 6.866 Member drinnen. Und interessant ist, wenn ich nicht ganz 7.000 Member drinnen habe, dass ich da hier dann davon ausgehe, naja, dass ich 200.000, da könnte man sagen, ist ja der Plan. Aber hier steht, und zwar Ende, Entschuldigung, da waren wir im März 21, 62.000 Mitglieder erreicht. Wenn ich 62.000 Mitglieder erreicht habe, dann frage ich mich, warum in der offiziellen MarketBeat-Gruppe nur 6.800 Mitglieder drinnen sind. Also hier sieht man schon, dass irgendetwas nicht so ganz passt und dass dann leicht übertrieben wird, und das ist im Strukturvertrieb halt ja eigentlich schon einmal ein bisschen Usus. Ja? Ganz wichtig, dann werden hier so ein bisschen Partner vorgestellt, ja, dann finden wir hier auch das Führungsteam. Auf diesen Sergei Heck gehen wir kurz darauf noch ein, auch auf den Benjamin Bending. Die beiden schauen wir uns dann noch an, aber zumindest ist einmal ein Team da. Ja. Dann wird beworben, ja, wie super sie sind selbst, und dann geht es eben um die Kanäle, und diesen offiziellen Kanal habe ich euch gezeigt mit den 6.866 Membern drinnen. Das bedeutet, ja, da wird leicht übertrieben. Schauen wir uns die Webseite marketpeak.com einmal auf Whois an, sehen wir sofort, dass es bei GoDaddy LLC registriert wurde, und das ist eine Art und Weise, anonym alles zu registrieren. Interessant ist, dass die Seite in Arizona registriert wurde, obwohl das Unternehmen selbst in Dubai sitzt, und wir sehen an der nächsten Analyse noch, dass sie sehr viel mit Europa verbindet. Ja? Interessant ist, dass solche Dienste halt in Europa nicht existieren. Und wenn man seine Webseite mittlerweile 2010 registriert, jetzt haben wir 2022, also wenn ich eine Webseite seit 12 Jahren anonym hoste und anonym fahre, dann liegt dort schon ein gewisser Grund dahinter. So etwas passiert nicht einfach. Und wenn ich so hinter meinem Unternehmen stehen würde, ja, wir sehen viele so wie Hyperverse, wie OnPassive, wie BLC Ultima, diese ganzen Scams, ja, die wir bis jetzt aufgedeckt haben, und viele, die auch schon nicht mehr auszahlen, so wie Hyperverse, die haben alle bei GoDaddy LLC registriert, und das ist schon einmal ein Anzeichen, wo einem ein bisschen ein Bauchweh ja, aufkommen könnte. Schauen wir uns auf SimilarWeb ein bisschen die Webseite an sich an, sehen wir, naja, wir haben 40.000 Besucher in einem Monat in Summe, haben 75% Absprungrate, haben eine Verweildauer von 2,26 und eine durchschnittliche Besuchsdauer von 1,27. Also da muss ich ganz offen sagen, für eine Education-Plattform ist das relativ schlecht, weil in 1 Minute 27 kann ich halt nur beschränkt Wissen mitnehmen. Ja? Das ist ein bisschen ein Thema in dem Bereich. Die Webseite ist global in ihrem Bereich auch auf Platz 900.000 circa. Ja? Und das ist aus unserer Sicht schon ein bisschen bedenklich, ja, weil sie angeben, halt so etwas Bahnbrechendes zu tun. Ja? Wenn wir uns die Besucherzahl dieser Webseite anschauen, sehen wir zwar einen gewissen Increase, nur wenn wir vorher nochmal ganz kurz auf die Roadmap gehen. Bei der Roadmap sehen wir jetzt 200.000 Member, Ende des Jahres sollen es 500.000 Member sein, und 62.000 sind schon erreicht seit einem halben Jahr.
Entschuldigung, da steht sogar 100.000 Members Reach, das hatte ich vorher überlesen, Entschuldigung. Und wenn ich 100.000 Member habe, aber von diesen 100.000 Member nicht mal jeder Zweite einmal im Monat hineinschaut, und das haben wir jetzt im Mai erreicht, im April hat jeder Fünfte einmal im Monat die Webseite besucht mit 75% Absprungrate, dann ist das aus unserer Sicht ein katastrophales Ergebnis und das zeigt, dass die angegebenen Zahlen, die hier stehen, absolut nicht stimmen. Also das ist für mich schon einmal ein sehr großes Bauchweh. Schauen wir uns die Länder an, aus denen dieser Traffic kommt, haben wir 68,72%. Und das ist relativ viel aus Deutschland. Warum? Und da greife ich jetzt ganz kurz vor. Das ist eine Mail, hier seht ihr eine Kopie von Gmail. Ihr seht aber ganz wichtig, wer hat hier zurückgeschrieben. Und zwar, es ist ein Herr von der BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat IF5. Und er gibt an, aufgrund der Anfrage, also das Mail ist von Mitte 20 schon, er gibt an, bei der Anfrage zu MarketPeak, diese hat er erhalten, aber weder der Herr Heck noch ein Unternehmen PeakTech, FCO aus Dubai oder ähnliches haben irgendwelche Zulassungen in Deutschland. Das bedeutet, wir haben ein Unternehmen aus Dubai, was im Endeffekt über die Schulungspakete auch einen eigenen Coin unter der Hand verkauft, welches aber in Europa, wo wir gerade gesehen haben, dass 68% des Webseitentraffics herkommen, was aber in Deutschland oder Europa keine Zulassung hat. Und das ist Deutschland und die BaFin sitzt in Deutschland, in Bonn. Das bedeutet, der größte Markt von MarketPeak ist illegal. Und auch alle Vertriebler, die in diesem Bereich für MarketPeak tätig sind, machen sich unterm Strich strafbar. Das bedeutet, ja, das ist für uns eines der ersten Indizien, die für mich sehr, sehr fraglich sind und wo ich schon mal das erste Bauchweh bekomme. Und da steht auch drinnen, eine Sekunde, weder ein Herr Heck, lesen wir das genau vor, haben eine Erlaubnis meiner Behörde für das Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringung von Finanzdienstleistungen in Deutschland. Betreibt jemand Geschäfte, für die man eine Erlaubnis erforderlich ist, unerlaubt, macht er sich strafbar. Das schreibt sogar die BaFin in einem E-Mail. Wir haben uns jetzt ganz kurz natürlich einmal einen kostenlosen Account angelegt und haben uns das kurz angeschaut, weil für mich persönlich natürlich hochinteressant. Warum? Weil auch eine Ausbildungsplattform. Und jetzt sehen wir da schon auf der Ausbildungsplattform, dass es ein paar unterschiedliche Pakete gibt. Und zwar von Mindset begonnen mit 125, bis hin in verschiedenen Stufen, wo wir das erste Mal reingeschaut haben, gab es nur das Diamond mit den 15.000, jetzt gibt es auch Empire mit den 30.000. Und der große Unterschied in dem Bereich ist, wenn man sich das anschaut, und zwar suchen wir uns das Kleinste raus. So, das Mindset. In dem Mindset hat man im Prinzip drinnen Direct Sales Bonus, Affiliate, und man kriegt einen Film, darf man sich anschauen. Und da hat man wöchentliche VIP-Calls und man kriegt 6% Peak-Token-Bonus für 12 Monate. Ja? Interessant für mich, warum? Man sieht hier bei dem Boni, dass es sich um Auszahlungsbestandteile im Vertrieb handelt. Merken wir uns hier die drei. Und jetzt schauen wir mal bei Diamond rein. Und auf einmal finden wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir bei Empire reinschauen, werden wir, da gibt es gar keine Training-Section mehr und da gibt es dann nur mehr 4. Das heißt, dieses Empire-Paket ist eigentlich mit 30.000, ja, wenn man schaut. Und da hat man genau diese 4 Vorteile, aber keine Training-Sections dabei. Und wenn man sich das Diamanten-Paket anschaut, habe ich um einiges mehr da drinnen und hier auch. Das bedeutet, die Seite, das Backoffice ist auch nicht wirklich gepflegt oder gewartet, was jetzt für mich auf den Eindruck macht. Und das Interessante ist, ich kriege da Coin-Tipps, Mastermind mit CEO, CTO und CEO, CCO, Entschuldigung. Denn die beiden, den CTO und den CEO, schauen wir uns dann noch genauer an. Aber da frage ich mich, wie dort Krypto-Tipps gegeben werden wollen, aufgrund deren Hintergründe. Dann haben wir hier eine Landing-Page, ja, auch wieder für den Vertrieb. Coaching und Firmenveranstaltungen, das wird auch vertrieblich sein, die Live-Webinare. Und man kriegt natürlich mehr Bonus auf den Peak-Token. Das Lustige ist, wenn man hier schaut, man kriegt überall diesen Peak dazu gesponsert. Das steht da jetzt. Verzeihung.
Das steht da jetzt aber nirgends so im Detail. Das Interessante ist, wenn ich heute Vertriebler bin, je größer das Paket ist, was ich kaufe, desto mehr werde ich im Vertrieb entlohnt. Und was wir bis jetzt so gesehen haben, da können wir uns dann ganz kurz das White Paper anschauen. Hüpfen wir nur zum Anfang. Also das White Paper an sich oder die Verkaufspräsentation ganz vorweg, das ist so typisch MLM. Jetzt kommt die Brötcheninflation, ihr könnt euch alle das Geld nicht mehr, das Leben nicht mehr leisten und wir sind deine absolute Lösung mit riesigen Schlagsätzen. Ja? Wie viel digitales Geld gibt es auf der Welt? Facebook, Google, Amazon und so weiter. Das Lustige ist, dass das halt alte Präsentationen ist, weil genau diese drei Unternehmen haben ja 40-50% an Wert verloren heuer und das sieht man leider an diesen Kurven nicht. Ja? Das bedeutet, das ist ja, wird anscheinend auch nicht wirklich aktualisiert. Und wenn wir da jetzt ein bisschen runterschauen, ja, dann sieht man ja, wer hat ein iPhone gekauft, was war Apple da für ein Markt, Apple iPad erscheint und so weiter. Also da wird sehr viel der gesamte Markt hergezeigt und da fängt es jetzt langsam an. Da geht es darum, es gibt eine Peak DeFi mit einem eigenen Coin, dann gibt es Market Peak und also, da gibt es das Wallet, dann gibt es Peak DeFi und Market Peak. Meine Aussage dazu ist, Blockchain erspart euch den Dritten in der Mitte. Das heißt, wenn ihr von A nach B Kryptos überweisen wollt, braucht ihr die Bank in der Mitte nicht mehr, weil ihr das mit der Blockchain machen könnt. Und statt der Bank soll man sich jetzt so ein Wallet, also einen Dritten reinsetzen, der in Dubai sitzt, der ungeprüft ist, der in Europa keine Zulassungen hat, aber trotzdem einen unerlaubten MLM-Betrieb verbreitet und, und. Also ich würde massiv davon abraten, dieses Wallet zu verwenden. Ich habe mir das Wallet kurz angeschaut. Es war für mich nicht möglich, mir die Keys rauszuziehen einfach. Und ihr kennt das alte Sprichwort, not your keys, not your coins. Und dieses Wallet ist für mich, naja, ich würde meine Coins niemals auf ein Wallet eines Unternehmens legen, was ich nicht gut kenne oder was in dem Bereich, ja, was in dem Bereich nicht geprüft ist. Ja. Und hier sieht man schon das All-In-Paket mit einem Coin-Tip im Monat. Ab Silver hat man dann einen Coin-Tip im Monat plus einen Report und dann gibt es eine Mastermind-Gruppe. Das heißt, All-In-Paket kriege ich einen Coin-Tip im Monat. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf die Seite schauen, dann finden wir das um 2000 Euro an. Das heißt, diese Coin-Tips heißt ein einziger Coin-Tip im Monat. Das muss ich euch unterm Strich sagen, das ist für mich preislich absolut überzogen, gerade wenn es um solche Coin-Tipps geht. Warum? Um 2000, ich möchte es, und der Hinweis jetzt, Eigenwerbung, unsere Blockfeller-Akademie kauft man um 900 und die VIP-Gruppe dann um 100 im Monat. Ja? Und mehr Kosten gibt es nicht, zum Beispiel jetzt bei uns. Wenn ich mir da aber dann anschaue, und da sind genauso Calls enthalten, Reports enthalten, Telegram-Gruppen, man kann Fragen stellen und. Ja? Das bedeutet hier 30.000, 15.000 oder 10.000 für irgendetwas zu bezahlen, das sehe ich absolut nicht. Ja? Und das ist aus meiner Sicht für eine Online-Akademie absolut nicht gerechtfertigt, vor allem, weil es ja keine andere Akademie gibt. Ja? Da gibt es dann halt noch zusätzlich so Coachings, aber wir sehen, es geht vor allem um die 11% Peak-Token-Bonus. Das heißt, der Vertriebler oder der Investor kauft sich ein höheres Paket, um mehr Peak zu bekommen im Staking dann. Ja? Ich würde aber davon ein bisschen abraten. Was ganz witzig ist, ist, dass die eigentlich mehr im Merchandise-Shop gemacht haben als sonst irgendwo. Wenn man sich nämlich die Produkte anschaut, ja, gibt es Tonnen an Produkten im Merchandise-Shop. Ja. Es gibt sogar eine eigene Kinderkollektion mit Market Peak und so weiter. Also was das in einem Unternehmen mit Lätzchen und so, was das und Bodies und so, was das in einem Unternehmen verloren hat, was Krypto unterm Strich verkauft, ja, oder was Krypto an Krypto-Trainings verkauft, ja. Also das verstehe ich nicht ganz. Man kann ein, zwei Marketingartikel machen, aber das schaut für mich fast so aus, wie wenn da im Marketing relativ gut verdient wird mit dem Merchandising. Und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht ganz in Ordnung, ja? Wenn man da ein bisschen zurückschaut. Interessant ist auch, ja, wenn wir uns das hier ein bisschen weiter anschauen, da habe ich ab Silber habe ich noch immer einen Coin-Tip im Monat, ja. Und das Silberpaket, ja, da liegen wir jetzt schon bei 7.500 im Monat. Ja. Also ich glaube, ich habe alleine vorige Woche mit unserem Portfolio,
Ich habe so 10 Nachrichten in unsere VIP oder 5, 6 Nachrichten in die VIP-Gruppe gestellt, plus einen Call, den wir heute haben, noch gemacht. Und das um 100 Euro im Monat. Und da reden wir von 7.500 im Monat für Silber. Also ich kenne auch andere amerikanische Ausbildungsplattformen in dem Bereich und das ist komplett überzogen. Also mich erinnert das ganz, ganz stark an OneCoin, wo man ja auch offiziell Schulungspakete gekauft hat und den One halt dann, den OneCoin dazu geschenkt bekommen hat. Im Endeffekt ist es nichts anderes, wie man verkauft seinen Coin und um das offiziell nicht zulassen zu müssen, weil solche ICOs in Dubai auch sehr schwer sind und sie sind ja auch in Europa komplett unreguliert und nicht zugelassen, na, dann sagt man halt, ich bin eine Schulungsfirma und dieser Coin, ja, der kommt dann halt irgendwie so dazu, ja. Und jetzt wird es interessant, denn auf einmal findet man TradingBot. Bei den Produkten so advanced, ich finde hier advanced und da reden wir so von 180%, 192% mit API-Schnittstelle, Assets liegen auf ihren und solche TradingBots. Das ist immer eine große Frage. Also ich persönlich kenne wenig Trading-Bots, die auf Dauer funktionieren. Und die ich kenne, die auf Dauer funktionieren, werden von großen Investmentunternehmen gefahren, so wie BlackRock, Goldman und Goldman Sachs und so weiter. Aus meiner Vergangenheit kenne ich das. Aber das sind keine Bots, die jetzt irgendwie an Massenkunden angeboten werden, weil ich mich frage, wenn ich 942%. Und ich kann das jetzt hier nicht genau erkennen. Ach, seit April. Wenn ich seit April 942% Rendite mache in, sage ich mal, einem Jahr oder in ein paar Monaten, wozu brauche ich dann Geld von der Community? Da nehme ich selbst 10.000 Euro her, stecke das rein und mit über 900% in ein paar Monaten lasse ich diesen Bot ein paar Monate laufen, bin Multimilliardär und dann kann ich unterm Strich aussteigen. Ja? Das bedeutet, also solche Ertragsversprechen im Bot-Bereich oder solche Aussagen sind für mich absolut unseriös. Und das sieht man auch, ja, den kleinen Bot mit so 180% kriege ich bei All-In und Advanced. Und wenn ich Silber und Gold gehe, dann kriege ich da schon eine andere Strategie, die dann halt viel mehr produziert. Und wenn ich dann Diamant nehme, dann kriege ich wieder mehr, wobei es sich eigentlich schon wieder widerspricht. Warum? Weil ich beim Ethereum mit dem Silberpaket doppelt so viel Rendite mache wie mit dem Diamantpaket beim Ethereum. Und der Zeitrahmen ist zweimal seit April. Das bedeutet, man zeigt mir hier, dass das Diamantpaket, und ich muss jetzt nochmal hinschauen, Diamantrahmen von 15.000 US-Dollar, ja, Entschuldigung, das Diamantpaket mit 15.000 US-Dollar ist halb so gut wie Silber und Gold. Und bei Silber und Gold reden wir von 7.500 und 10.000. Das heißt, Silber kostet die Hälfte von Diamant. Silber kostet die Hälfte von dem Diamant, hat aber eine doppelt so hohe Rendite, wie hier dargestellt, im gleichen Zeitraum. Das heißt, es ist eigentlich jeder Idiot, der Diamant kauft und nicht Silber. Warum sollte man dann trotzdem Diamant kaufen? Naja, bei Silber, wenn wir schauen, haben wir so Karriereboni, da haben wir so ein paar Verdienstmöglichkeiten. Schaut man aber bei Diamant rein, sind das teilweise auch die gleichen, aber teilweise auch andere. Ja? Und man kriegt halt eins, die mehr Prozente auf den Peak, weil da kriege ich halt die 11% und bei Silber kriegt man halt nur 9%. Ja? Den Token schauen wir uns dann noch ganz kurz an. Ja, im Endeffekt ist das Lustige, die Präsentation von der offiziellen Seite geht überhaupt nur bis 15.000, ja. Gold wird hier gleich einmal mit 10.000 ein bisschen farblich in der Mitte dargestellt hervorgehoben. Das sind relativ gute Schmähs der Positionierung, damit so Gold, na, nimm nicht das, nimm die goldene Mitte, so in der Art, ja. Und da sieht man dann schon, wo die Reise hingehen soll. Da unten gibt es dann das Empire-Paket. Ja? Also ich sehe das überhaupt nicht. Ja? Das Einzige, was man da natürlich hat, sind 13% am Peak und für die Hälfte kriege ich nur 9% am Peak. Das heißt, ich habe 4% Vorteil. Ja? Und ja, dann gibt es dort halt so ein Bonus-Minting. Das Interessante ist, in der Präsentation habe ich mehr oder minder zusammengerechnet, dass ca. 70% ausgeschüttet werden, was man einzahlt. Und das Interessante ist,
dass das anscheinend Monatsrenditen sind. Ja, das heißt, wenn ich 30.000 investiere, kriege ich 13% im Monat, 156% max. Aber ganz wichtig, diese Renditen pro Monat, ja, 13% im Monat, da geht es auf Peak Bonus Minting. Ja? Das bedeutet, ihr vermehrt den Peak mit dem. Den müsst ihr auch mal verkaufen. Und das schauen wir uns dann an, ob sich der Peak überhaupt irgendwie, ja, ob er was Wertiges ist. Wir sehen hier wieder das Gleiche wie auf der Webseite, nur mit ein bisschen mehr auffallenden Farben. Ja, DeFi ist Eating Finance und so weiter. DeFi wird auch gerade von den Gesetzesgebern tot reguliert und das ist schon ein gewisses Problem. Ja. Dann gibt es da noch irgendwelche Fonds. Wie gesagt, ich bin kein Marketing-Experte oder kein Vertriebsexperte. Nur wenn ich solche Performances die ganze Zeit sehe, 75% und das 4-7% monatlich und das kriegst und das kriegt man, da wird mir unterm Strich schon ein, ja, warm. Da steht es bis zu 70% des Umsatzes und da gibt es eben verschiedene Ebenen werden bezahlt. Dann Cycle-Step-Boni, Binär-Provisionen gibt es, Matching-Bonus, Karriere-Bonus, globaler Bonus, einen Rang-Bonus habe ich noch angefunden. Also es gibt so viele Boni, da kennt man sich dann schon gar nicht mehr aus. Und da sieht man halt, ja, was so ein bisschen Rendite-Aussichten sind mit bis zu $3.200 pro Tag, allein die binären Provisionen. Also das ist für mich reine Renditeversprechen und Bauernfängerei ein bisschen. Schauen wir uns ein bisschen an, aus meiner Sicht einmal diesen Peak-Coin, ja. Wenn wir uns den Peak von Peak DeFi, das ist der Peak, wenn wir uns den im Overview anschauen, ja, dann schaut das schon einmal super aus. Wir haben aktuell interessanterweise 1 Cent Kurs auf der CoinMarketCap. Schauen wir aber in das Dashboard bei MarketPeak rein, finden wir 3,1 Cent. Also das ist circa das Dreifache. Da steht zwar Peak Index, aber es gibt nur einen Peak Coin. Ja? Also wir haben auf CoinMarketCap, war es für uns nur möglich, diesen einen Peak zu finden. Und Peak Index und so weiter gibt es nicht. Und das ist der einzige Peak und der hat auch das gleiche Logo. Und ja, wenn wir uns den Peak anschauen, also ist gerade wieder gefallen, der hat aktuell 1 Cent Kurs, also ein bisschen mehr als 1 Cent Kurs. Und 1 Cent Kurs und 3 Cent Kurs ist ein kleiner Unterschied. Ja? Also das ist für mich etwas, wenn das sein soll, wird es nicht gewartet. Und wir gehen davon aus, dass das der Peak-Preis sein soll, weil hier steht ja auch die Peak-Balance. Die Präsentation, was ich früher hergezeigt habe, habe ich im Endeffekt aus diesem Marketingbereich Werbematerialien, um das nur herzuzeigen. Das heißt, wenn wir uns da All-Time anschauen, wir sind mal gestartet und zwar im März 20 mit 8, fast 9 Cent, sind heute auf einem Cent noch und ja, Krypto hat schon massiv Wert verloren seit dem All-Time-High. Nur wenn wir uns da von 70 Cent auf einen Cent anschauen, dann ist es halt eine brutalere Abwertung wie fast jede andere Krypto. Und man sieht hier im Kommentarboard auch gleich, big, big leaders leaving the company every week, that doesn't sound good at all. Und dann schreibt der Nächste vom Juni, jetzt verschenken sie wertlosen Token, um die Anleger bei Laune zu halten. Und die letzten zwei Kommentare sind da nicht allzu positiv. Ja. Das Lustige ist, wenn wir uns die Peak DeFi anschauen und der Launchpad Peak DeFi, ja, das ist lächerlich. Also Total Value Locked heißt, wie viel wirklich gelockt ist. Man hat es zumindest geschafft, den Kurs richtig darzustellen. Aber Total Value Locked, ja, mit 413.000, das ist nichts. Ja. Ich kenne Krypto-Projekte, also nehmen wir FTM oder andere her, die FTM, Uniswap und so weiter. DeFi's, dort spricht man von Total Value Locked im Milliardenbereich. Ja. Und die rennen von 413,5. Ja. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, wenn man bei der CoinMarketCap da ein bisschen auf Markets geht und sich das einmal anschaut. Interessanterweise haben wir einen Gesamttagesumschlag von 63.000. Ja. Das heißt, jeder, der dann glaubt, der kann seinen Peak irgendwie großflächig auscashen, ja, der wird da ein bisschen enttäuscht. Ja. Und das Lustige ist, da kommt von einer Börse kommt die Hälfte mit 36.000. Das ist schon mal sehr auffällig, weil das eher unbekannt ist. Wenn man so Uniswap anschaut, da liegen wir bei $900, ja, Volumen am Tag. Und PancakeSwap sind es zumindest 17.000. Ja. Das heißt, ich kann da nur jedem wünschen. Und da sieht man aber auch gleich, dass die Top-Sachen ja, im Prinzip DeFi sind. Ja. Diese Exchange kenne ich nicht. Okay, das dürfte eine klassische Exchange sein. Aber diese Exchange kenne ich jetzt so nicht. Da kann ich zu der kann ich nicht viel sagen. Ja.
wie gut oder wie schlecht die ist. Was mir halt auffällt, ist, große Exchanges wie FTX, wie Binance und so weiter, die findet man hier alle nicht. Weiters gibt es Uniswap V2-Protokoll, ganz wichtig. V2 ist im Liquidity Mining weitaus unwirtschaftlicher wie V3, ist die alte Technologie und es werden seit langer Zeit, wurde schon sehr viel auf V3 umgestellt. Warum man hier die V2-Technologie nimmt, ist mir nicht ganz klar und macht für mich auch null Sinn, aber bei $900 und null ist auch nicht wirklich viel Volumen drüber gelaufen. Hier sehen wir noch, dass wir da eine relativ hohe Konfidenz haben bei 768 und da eben die 36.000. Ja. Und hier überall NA, warum? Ja, weil es DeFis sind. Ja. Das heißt, es scheint eine klassische Exchange zu sein, die Probit Global auch. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt unter 40.000 Dollar Tagesumschlag. Ja. Und jetzt ist schon mal meine große Frage, wenn ich mir da so ein Empire-Paket kaufe, um 30.000 US-Dollar, ja, und ich demnach dann natürlich dementsprechend verdiene, wenn man auch Vertrieb macht, ja, wie wollte dieses Geld, wenn es da um Zehntausende oder Hunderttausende Euros geht, wie wollte das Geld jemals herausbringen, wenn pro Tag der Gesamtumschlag 63.000 ist, das bei den DeFis relativ leicht manipuliert werden kann. Das heißt, wir haben eigentlich einen verifizierbaren Tagesumschlag von 37.000. Ja? Und das große Paket kostet euch 30. Das ist ja, also der Coin ist unterm Strich und wenn man sich auch die Wertentwicklung anschaut, hat der Coin seit dem All-Time-High, ja, von 70 Cent auf 1 Cent abgewertet. Ja. Das heißt, der Coin hat ein X-faches von der gesamten Krypto verloren. Und wenn man sich anschaut, Coins wie Bitcoin und viele andere, die heute im Minus sind, sind aber im Bereich des All-Time-Highs, trotz, also der Vergangenheit, trotzdem positiv. Das bedeutet, wenn man sich diesen Coin hier ein bisschen so im Detail anschaut, dann sieht man sehr schnell, dass er auch unter Ausgabepreis ist. Und wenn ich mir da jetzt zum Beispiel bei den Kryptowährungen an ETH anschaue und dort auf Orge, dann sehe ich, dass der Ethereum schon auch Minus gemacht hat, aktuell bei 1.133 steht, aber ist sicher, dass der Ethereum irgendwann bei 10 Dollar war. Das heißt, dass der Ethereum, oder auch wenn ich da noch schaue, da liegen wir bei $300 und $150. Das bedeutet, er ist auch heute nach dem massiven Minus, was er gemacht hat, und ganz wichtig, wir reden da jetzt grob gerechnet nur, von 4,8, ja, von 4,8 auf 1,3, das heißt, wir haben circa geviertelt, also wir haben drei Viertel circa verloren, ja. Nur, wenn ich mir das anschaue, ja, von 70 Cent auf 1 Cent, ja, dann liegen wir da nicht bei 3 Viertel Verlust, sondern bei 99% Verlust fast. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Also da sieht man, dass dieser Peak DeFi eigentlich keinen Nutzen hat. Ja. Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, kann man damit nur Kurse kaufen. Sicher kann man ihn theoretisch auscashen, nur bei dem Volumen kann man ihn nicht auscashen. Man kann ihn unterm Strich nicht wirklich verkaufen. Ja. Und es ist... Im Endeffekt ist der Coin wertlos, vor allem wenn man sich so einen Kursverlauf anschaut mit 99% Verlust und dass er auch unter seinem Erstausgabepreis liegt, der damals bei um die 8 Cent war, also wo CoinMarketCap da begonnen hat. Also das ist unterm Strich für mich schon ein Wahnsinn. Der Twitter-Account von MarketPeak habe ich leider jetzt nichts Adäquates angefunden. Mir wurde nur etwas zugetragen, und zwar, dass der Staking eigentlich seit März diesen Jahres schon aus sein soll, konnte ich aber an dieser Stelle jetzt nicht verifizieren, denn hier wird das Staking noch immer propagiert. Das Interessante ist, wir reden hier von 20% im Jahr im Staking. Also Leute, es gibt Krypto-Projekte, die wirklich gut sind, ja, wo man weit mehr wie die 20% im Jahr bekommt und die Coins bleiben bei euch. Also ganz wichtig, Hände weg. Ja. Hier sehen wir auch, es sind 37 Millionen Peak gestaked. Das klingt jetzt gleich mal so wild. Ja. Aber davon, das sind 413.000 Euro. Und dann sage ich, na, wie erfolgreich ist denn mein Gesamtprojekt? Ja. Bis jetzt wurden sage und schreibe 4.700 Euro an Staking Rewards ausgezahlt.
427.000 Peak und das sind 4.700 Euro. Also was ist das für ein Betrag? Das ist ja ein Wahnsinn für eine DeFi. Wie gesagt, Total Value Locked bei einer guten DeFi ist im Milliardenbereich. Und dass ich sage, ich habe 4.766 Total Rewards ausgeschüttet. Ja. Das ist für mich ein Wahnsinn, vor allem wenn man sieht, dass es den Peak eigentlich gibt seit ja, 2020. Ja. Entweder haben sie da irgendeine falsche Angabe gemacht oder, ja, also das ist für mich kein guter Start, ja. Wenn man heute sagt, wir haben bis 413.000 angelegt, ja, und in Summe haben wir 4.700 an Erträgen ausgezahlt. Juhu, ich kann dem staken, haben bis jetzt alle zusammen 4.700 Euro verdient und für das kaufe ich mir ein 30.000 Dollar Paket, ja. Also das ist ein Wahnsinn, ja. Also das ist so weit weg von nachvollziehbar, ja. Schauen wir uns jetzt einmal unser Team an. Eine Sekunde, ich hüpfe nur kurz auf die Seite wieder beim Team. Und da schauen wir uns als erster an den Benjamin Bending, ja, der ist CTO, Chief Technical Officer. Das bedeutet, ja, der technische Zenit in diesem Projekt. Das Interessante ist aber, wenn man sich den Bending anschaut, und ganz wichtig, wir kommen auf diesen Herren, ich zeige das gleich her, wir kommen auf diesen Herren, indem wir da das LinkedIn anklicken. Und sehen dann sofort einmal, okay, CTO, Co-Founder, CTO, Startup Consultant, Dubai, aber es steht nirgends was von MarketPeak. Redacted, Projekt Nexus App macht er eigentlich seit 2021, das heißt, seit über einem Jahr macht er das Projekt Nexus. Das Interessante ist, scheint ein Techniker zu sein, ja, war auch bei Bitwala. Bitwala kennt man als Lead Developer, es ist wirklich eine gute Firma auch technisch. Das Interessante ist, man findet hier sonst nichts. Ja. Das, man könnte jetzt glauben, CTO seit 2019 bis heute, das könnte MarketPeak sein, weil wenn man sich da die Reise anschaut, da liegen wir bei 2020 und ein bisschen vorher muss die Reise ja begonnen haben. Aber für mich das Hochinteressante ist, das steht nicht da. Das heißt, wir haben einen CTO, der sich ganz bewusst nicht zu seinem Projekt bekennt, wo er CTO ist, sondern er bekennt sich zum Projekt Nexus. Und das ist anscheinend was ganz anderes. Ja? Ja, das heißt, wir haben einen CTO, der von der Firma nichts wissen will. Und dann haben wir natürlich noch einen zweiten, den Sergei Heck. Das ist der Supermastermind, ja. Stellt sich da interessant, er hat zumindest Big DeFi drinnen und so weiter. Er hat Big DeFi drinnen, auch ab 2019 Februar, also er ist der einzige von den ganzen Leuten, die das drinnen haben und hat anscheinend noch den Coin-Kurier gegründet, Blockchain Hero hat er gemacht und, ja. Das bedeutet, man könnte hier glauben, absolut seriös. Das Interessante ist, er ist Mechatroniker und hat aber sonst keine einzige Station, außer jetzt, also er kommt aus dem Education-Bereich, aber man fragt sich hier, er ist einmal seit 2017 Krypto-Influencer, wo kommt das Wissen her? Weil seit 2017 Influencer, seit 2017 hat er Blockchain-Hero, seit 2018, seit 2019 und ja, vor 2017 hat es den Herrn nicht gegeben und 2017 war er auf einmal Krypto-Influencer, Business- und Krypto-Influencer. Also ein Business-Influencer auch in Zürich und Umgebung. Ja. Und dann kam auf einmal ein Blockchain-Hero. Das Interessante ist, wenn man was den Sergei Heck auf sich ein bisschen anschaut, findet man sehr interessante Sachen über diesen Herrn an. Erstens einmal unter Behind MLM findet man ein bisschen über den Sergei Heck an, dass das nicht sein erstes MLM war. Und zwar interessant ist, das ist ein Artikel, wie gesagt, man findet einiges an. Ich habe da jetzt einfach mal 3, 4 verschiedene hergenommen. Man findet ihn auch an vom Unternehmen Questra. Das ist ein MLM-Scam, der bereits umgefallen ist. Ja? Und da findet man Blue Diamonds mit mehr als einer Million Profit. Und da gibt es den Sergei Heck. Bekannt von anderen, Beyond Bush, Evo Binary, GP Miners und diverse andere Systeme, die nicht mehr auszahlen. Sucht man ein bisschen weiter, findet man CrypTrade Capital, auch ein Scam. Und da lesen wir, dass er bei Questra 9 Millionen gemacht hat. Also da steht, dass er 1 Million Dollar bei Questra im Profit war. Und da steht was,
Turnover, das heißt der Umsatz, den er gemacht hat, und er wird auch mit der Group Trade Capital in Verbindung gebracht. Und dann findet man noch Be on Push, und damit wird er ebenfalls in Verbindung gebracht. Und das Interessante ist, also er selbst hat es nicht drauf, aber mit dem Unternehmen Be on Push wird er dann ein anderes Mal noch in Verbindung gebracht. Und das ist für uns schon sehr interessant. Da findet man auch immer so ROI-Multiplier und so. Das heißt, der Herr Sergej Heck, ja, dieser Herr ist anscheinend oder ist nicht anscheinend, er ist kein Unbekannter in der MLM-Kryptoszene und hat anscheinend nach Questra und noch einigen anderen, Questra, CrypTrade als Vertriebler, hat er sich irgendwann gedacht, dass er eigene Projekte macht. Warum? Ja, mit dem hat er dann 2017 anscheinend gestartet, wie Questra und die ganzen Sachen umgefallen sind. Ja. Das heißt, ja, zusammenfassend können wir zu MarketBeak folgendes Statement abgeben, ganz wichtig, das ist keine Anlageberatung und das ist jetzt absolut meine persönliche Meinung. Jeder kann das natürlich als Basis für seinen Entscheidungsfindungsprozess heranziehen, nur bitte, jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Meine Analyse oder mein Feedback zu MarketBeak ist folgendes, ja? Die Paket, also man gibt an, ein Ausbildungsunternehmen zu sein, so wie auch Blockfeller, also wie unser Unternehmen, jedoch brauche ich in einem Ausbildungsunternehmen keine 30.000 US-Dollar Pakete mit weiß ich nicht wie viel Vertriebsoptionen mit 70% Ausschüttungsquote und. Wir haben auch ein Affiliate-System bei Blockfeller, aber das zahlt nicht mal die Hälfte. Ja? Das bedeutet, man sieht hier schon aufgrund der 70% der ausgezahlt werden, plus der Vertriebler muss höhere Pakete kaufen, damit er mehr Auszahlungsoptionen bekommt, also damit er an mehr Sachen mitverdient, wie wir gesehen haben. Plus, wie gesagt, die Pakete sind alle viel zu hoch. Man kauft eigentlich nur den Coin im Hintergrund. Ja. Der Coin, haben wir gesehen, hat über 99% Wert verloren. Ja. Das heißt, der Coin ist worthless unterm Strich, ist absolut wertlos. Und für mich alarmierend ist, wenn Sachen wie Binance, PancakeSwap, Uniswap und so weiter, wenn das so verkauft wird, dass man mit denen in riesiger Kooperation steht und. Also für mich zusammengefasst ist MarketBeak ein absoluter Scam. Warum? Weil vor allem der Sergej Heck ein Scammer ist, ja, mit verschiedensten Strukturvertrieben schon Geld betrogen. Ja. Für mich alarmierend ist, dass dieser Herr Ben Bending sich nicht zu MarketBeak bekennt, ja, sondern dort irgendeine andere Worthülse drinnen steht. Ja. Warum er das nicht will? Weiters ist dieses Papier für mich ein absoluter Wahnsinn. Es ist Angstmachen in jeder Bereich und wir zeigen dir dann irgendwie die Lösung, wobei die Unterlagen überhaupt nicht aktualisiert werden. Ja? Weil wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut und es geht so nach oben und es geht so nach oben und wo war das vorher von Google? Okay, das finde ich jetzt gerade nicht. Google, Apple und so weiter oder Amazon, ne, die Nasdaq hat 50% Wert verloren seit Jahresanfang. Also es werden die Unterlagen nicht mal aktualisiert richtigerweise. Wie gesagt, ein Team, was nicht zu seinem Projekt steht, so wie der Bang Bending und CTO, ist ja wirklich die höchste technische Position in einem Unternehmen. Und wenn der nicht zum Projekt steht, der CTO, ja, dann der Sergej Heck ein anscheinend erfahrener MLM-Scammer ist, ja, und dann haben wir einen Chief Operations Officer, einen COO, der hat zumindest MarketBeak drinnen stehen, aber es macht jeder auch irgendwas anderes. Aber das Schlimmste ist, wenn ich heute sage, ich bin eine Ausbildungsplattform, vermittelt technisches Wissen, aber auch Finanzwissen und der CTO will von seiner eigenen Firma nichts wissen. Ja? Also das ist für mich ein Wahnsinn. Plus, was für mich die totale Katastrophe ist, eigentlich ist genau das. 413.000 Total Value Locked, ja, und $4.700 Total Rewards Distributed. Ja, das ist eine absolute, ja, absoluter Wahnsinn. Ja. Auch wenn man es jetzt mit einem Coin, ich weiß, dass das mit dem Coin-Kurs bewertet wird, aber auch wenn ich es jetzt mit 10 Cent bewerten würde, wäre ich also mit dem Zehnfachen, was der Kurs aktuell wert ist und mit 20% mehr, wie mit den 8 Cent, wo man den Start auf CoinMarketCap gesehen haben, dann bin ich bei 42.000 Auszahlungen und das ist genauso ein Wahnsinn. Also das ist nichts für das, dass dieses Projekt schon so lange läuft. Ja. Also mein Fazit ist, MarketBeak ist Scam.
Hände weg. Es wird betrieben von einem erfahrenen Scammer und es wird wahrscheinlich nicht sein letzter Scam sein. Wenn ihr wirklich News aus der Krypto und so weiter haben wollt, kostenlos, dann findet ihr in der Beschreibung unseren Link zu unserem kostenlosen Telegram-Kanal. Wenn ihr wirklich eine profunde Ausbildung in der Krypto haben wollt und jetzt nicht um 10.000 Euro, 20, 30, 50.000 Euro, sondern unter 1.000 Euro, dann seid ihr herzlichst eingeladen zu unserer Blockfeller Akademie. Den Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Und jeder, der nachhaltig in der Krypto Erträge erwirtschaften möchte, und wir reden da so von ein paar Prozenten im Monat, entweder mit Staken, mit Hodeln, mit Trading, es gibt viele Möglichkeiten, in der Krypto Geld zu verdienen, der sei an dieser Stelle herzlichst eingeladen zu unserer Blockfeller VIP-Gruppe. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es kann euch in der Investitionsentscheidung helfen. Ganz wichtig, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Ich investiere 1000%ig nicht in so ein Scam-Projekt aus meiner Sicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like, über ein Abo. Und wenn du Kommentare hinterlässt, ich möchte eine Bitte an dieser Stelle aussprechen. Sehr oft kommentieren unsere Videos Vertriebler, die mit haltlosen Worten irgendwie kommentieren, aber die halt in diesen Scam-Vertrieben Geld verdienen. Wir diskutieren sehr, sehr gerne auf einem qualitativ hochwertigen Niveau. Und jedes Kommentar, was uns mit Informationen, neuen Informationen konfrontiert. Wir lernen sehr gerne dazu. Wir schauen uns das alles sehr, sehr gerne an und wir führen in den Kommentarbereich sehr, sehr gerne einen fachlich fundierten Austausch mit euch und wir freuen uns und bedanken uns über jedes qualitative Kommentar. Tschüss!